Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Und ja, wir haben ja in der letzten Mission, ich würde mal sagen, Steed Bonnet aus der Apache geholfen. Und sind in Havanna angekommen, wie mir gesagt. Also wir sind erst in Havanna angekommen. Und dann sind wir halt, wie gesagt, haben halt mal kurz Bonnet geholfen. Oh, das sind noch Leute, die ich umlegen kann, bevor ich zur Mission gehe. Okay, na man, es hätte so gut klappen können. So, bleiben wir einfach mal kurz straight zur Mission. Und schnappen uns erstmal die Typen hier. So, euch schnappe ich mir auch mal ganz kurz. Bam! So, wo geht's zur Mission? Zur Mission geht's eigentlich genau in die Richtung. Ja, das wollte ich auch schon mal sagen. So, die Mission ist am Hafen, ne? Einfach über den Hafen rennen. Macht heutzutage jeder. So, einfach mal da lang rennen. Hey, warum auch nicht? Ich will nichts Wasser, also mache ich so. Hat so ganz gut geklappt. Ach, Edward. Nein, falscher Weg. So, dann einfach mal genau zur Mission hin. Mal gucken, was unsere nächste Mission so ist. Verzeih den plötzlichen Abgang. Kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spaniern nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es doch, mein Spanisch ist muy mal dat. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Okay, dann let's go. Adlerauge. Adlerauge. Mit dem Adlerauge können Sie interessante Dinge finden. Wenn Sie es benutzen, werden Tiere und Gegner in Rot sowie Zielpersonen und Missionsziele in Gold dargestellt. Drücken Sie L3, um das Adlerauge zu aktivieren. Und so, ja, es ist. Ja, und ich kann nur bis zu 10 Gegner markieren, ich weiß. Was dagegen bin ich? Also bis zu 10 Sachen. Still bist und außer Sicht bleibst. So, jetzt einfach. Jetzt kann ich dir einfach verfolgen. Bonnet! Ich glaube, bald habe ich den Dreh. Alter! Still! Die wissen von uns. Sei leise. Wie schleicht denn der? Alter, der schleicht ja mehr als schlecht. Der kann ja echt nicht schleichen, Alter. So, einfach mal den Zweien folgen. Buenos dias, señores. Ihr seid spät. So. Ja, Senor. Sie, das tut uns sehr leid. Unser Captain hinkt uns auf. So. Das wäre Captain Mendoza? Ja, Senor. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Er muss nur vorher noch zu einer Team machen. So, komm. Kommt mal schnell mit. Los, kommt schnell. Können wir los.
wenn es euch beliebt. So, also brauche ich kein weiteres Geld auszugeben, sondern kann ihn direkt folgen. So, markiere den mal nochmal schnell. So, dann ich sage Ihnen mal ganz kurz weiter. Sehr gerne. Und vor allem, wenn Captain Mendoza die Falltür öffnet. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Ja. Natürlich, Senor. Captain Mendoza würde euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen, Zucker und dergleichen. Exzellent. So, was sagen wir von Folgen einfach außen rum? Weil so können wir nämlich die bezahlten, ich würde mal sagen, Prostituierten behalten, die mich halt decken. Und deswegen würde ich sagen, einfach mal außenrum gehen, solange wir sie verfolgen, ist alles in Ordnung. Die Glocke, Senor. Die Hinrichtung wird bald beginnen. Dann sollten wir nicht träumen. Ja, Senor. Gehen wir. Okay, dann muss ich wohl über die Dächer lang. Das ist die beste Chance, die zu verfolgen. Sogar die da auch dort lang wollen. Ach, Edward, du sollst da. Nein, ach Mann, bist du blöd? Ach nee. Alter, ist der. Scheiße, wenn die Steuerung so rumspinnt. Und deswegen dann verkackt. Und das liegt weder an der Konsole. Weil das kann auch auf dem PC passieren, also. Das sollten jetzt PC-Zocker jetzt nicht sagen, das kann mir nicht passieren. Deswegen, das kann wirklich jedem mal passieren. Komm, och, Edward, Alter. So, ich würde sagen, ich muss mal schnell folgen. Ach, das kriegen die nicht mit. Einfach schnell den Leuten folgen. Ich wollte ganz schnell zur Exekution gelangen. So. Dann würde ich sagen. Wir belauschen jetzt einfach mal ganz kurz. Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will nicht den ganzen Tag auf den Kämpfen warten. Komm mit. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen. Dann wird er euch euer Geld bringen. So. Dann folgen wir einfach mal. Gucken, was ich jetzt zu sagen habe. Denk daran, ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak, Rum, Zucker. Ja, Tabak ist schon ziemlich eine tolle Ware. Si. Wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Engländer? Zucker von Barbados. Sehr fein. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun brach. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Scheiß Spanier. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Guter Gott, ist dieser Ries euer Captain Mendoza? Nein, ich bin gerade nur ein bisschen leise, weil ich halt nur zuhören will, was sie halt sagen. Okay. Ab zum nächsten, würde ich sagen. Da ist er doch, der Captain Mendoza. Also, wir hätten gerade erstechen können. So, einfach mal kurz folgen. Castillo San Salvador. Ich kann gar nicht Spanisch. Ihr wisst, was zu tun ist. Hab dich. So, gib mal deinen Schlüssel her, ja. Und so, jetzt müssen wir nur noch in das Castillo rein. Okay.
Der beste Weg da reinzugehen ist wahrscheinlich den, den ich immer nehme. Also ich habe das ja öfters durchgespielt. Und ich nehme nämlich immer diesen Weg hier. Wenn es funktionieren täte. So. Einmal so, 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 so. Und einfach immer weiter so rennen hier. So. Und du hast mich nicht gesehen. Toll, da ist ein Gegner. Mist, ich will aber doch die... So, erwischt hätten wir dich. So. Du kommst mal ganz kurz her. Na komm. Ich töte dich schon nicht. Oder doch? Ja, man soll einen Piraten nie trauen. Selbst wenn er die Robe eines Assassinen trägt. Kann er mich hier sehen? Bams! Haha, geil! So, meine Truhe, danke. Jetzt würde ich sagen, wir müssen einfach mal zum Castillo hoch. Also hoch ans Castillo. Deine Schleichmission kommt nämlich jetzt. Na komm, und runter mit dir. Na, wann kommt der Nächste? Wer hat noch nicht? Wer hat noch nicht? Na, du kommst doch schon her, genau. Du wirst auch mal einen kleinen Flug spendiert bekommen, oder? Hier, gratis für dich. Ein Flug ans oder ins Meer. So, dann würde ich sagen, da hier ein Synchro-Punkt ist und ich synchronisieren sehr wertvoll halte hier im Spiel, würde sagen, synchronisieren wir einfach mal ganz kurz. Genau. So, der Synchro-Aussichtspunkt ist ja genau. So, synchronisieren. Dum, dum, da, dum, 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 dum. So, jetzt muss ich hier sehen, wie ich jetzt wieder heil runterkomme. Ich will jetzt nicht mehr nach unten ins Wasser springen. So, und runter. So, kurz gucken. Da oben ist ein Scharfschütze. Der könnte mich fatal erwischen. Wenn ich Glück habe, und kann ich einfach durchrennen. Da mein Ziel ja auf genau derselben Höhe ist, muss ich ja nur die obere Etage wegräumen, ne? Halt mal aufräumen, meine ich mehr. Mann, da haben die mich entdeckt. Mist, das soll jetzt eigentlich nicht passieren. Ach Mann. Oh komm, heil dich schnell. Mann, das war jetzt dumm. Dieser scheiß Scharfschütze, ey. Ah, komm. Komm, guck weg. Nichts bemerkt hast du. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach das mit den Missionsgegenständen und hauen einfach ab. Und jetzt einfach nur flüchten. Einfach nur flüchten. Das können wir am besten. Ich würde sagen, nach der Mission ist auch der Part zu Ende, ne? Ich würde sagen,
so grundlegend ein oder zwei Missionen in, also in einem Part, vielleicht auch nur in zwei Parts eine Mission. Es kommt auf an, wie schwer die ist. Also, oder ob ich sie wirklich komplett auf dem Sneaky Way machen will. Darauf kommt es halt an. Zum Beispiel die hätte ich leicht lösen können, aber ganz ehrlich, die Mission gerade eben, ja, ist zwar jetzt eigentlich an sich leicht, aber auch ziemlich nervig halt. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados, in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Ha, hab ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig, befreit. Oh Gott, das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein, ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, danke. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. So, das wäre. Die Erinnerung 2 wäre geschafft. Mission gefallen. Hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Ich würde mal so im Großen und Ganzen behaupten, wir haben jetzt schon so 15 Minuten aufgenommen. Liege ich da in der richtigen Annahme, dass es so ist? 16 Minuten. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich ja mal. Also auf Wiedersehen.